Ich stehe hier vor dem Aluswiss-Gebäude. Das Gebäude wurde in den 50er Jahren von der größten Schweizer Aluminiumgesellschaft gebaut. Und um Aluminium geht es auch heute. Sie können sich erinnern, dass ich in den letzten Monaten Metallaktien gekauft habe. Zuerst Gold, dann Stahl. Aluminium ist auch ein Metall. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal die Obermatt-Rang-Datenbank aus an, was es da überhaupt für Rohmaterialunternehmen in Europa gibt. Und so bin ich auf das Unternehmen Norsk Hydro gestoßen. Ein Aluminiumhersteller aus Nordeuropa mit ausgezeichneten Obermatt-Rängen. Gute Vario-Ränge, gute kombinierte Ränge. Nun, Aluminium ist ein wirklich interessantes Metall. Es ist erstens viel leichter als Stahl. Aus diesem Grund werden Teslas aus Aluminium gebaut. Es leitet aber auch Strom sehr gut, dreimal besser als Kupfer. Und drittens, und das Resultat sehen Sie hier, das Gebäude steht seit 70 Jahren und hat null Rost. Und das, obwohl die Pfeiler, die Aluminiumpfeiler, sogar während Jahrzehnten hier vorne im Wasser standen. Wie ist das möglich bei einem Metall? Nun, Aluminium hat eine ganz spannende Eigenschaft. Es rostet nämlich extrem schnell. Und zwar auf der Oberfläche innerhalb von Sekunden und bildet dadurch eine Schutzschicht für das Aluminium darunter, sodass das nicht durchrosten kann. Aluminium hat aber auch einen großen Nachteil oder zumindest ein Fragezeichen. Es braucht extrem viel Energie in der Produktion. Norsk Hydro ist der zweitgrößte Energiekonsument in Europa. Können Sie sich das vorstellen? Und wissen Sie, wer der größte ist? Das kann man sich nicht vorstellen. Der größte Energiekonsument, der doppelt so viel Energie braucht wie Norsk Hydro, ist Google. Und der drittgrößte ist Facebook. Ziemlich erstaunlich, nicht? Nun, wenn Energie so wichtig ist, dann kommt es darauf an, wo man es herkriegt. Und Norsk Hydro hat eine intelligente Strategie. Sie beziehen Energie nur aus erneuerbaren Quellen. Und das ist gut, denn wenn die Energie erneuerbar ist, heißt das, man kann immer weitermachen. Das hat mich sehr überzeugt. Wir haben sehr gute Obermatt-Ränge, wir haben ein fantastisches Produkt und es wird hergestellt aus erneuerbaren Energien. Ziemlich viele gute Gründe für das Unternehmen. Ich habe mir deshalb entschieden, Norsk Hydro zu kaufen. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.